Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich möchte dieses Thema zunächst mit einem Bekenntnis starten. Ich war tatsächlich schon immer gegen die Atomkraft. Zugegeben, meine Motivation als Jugendlicher war sicherlich auch ein Stück weit politisch geprägt, denn ich bin in Ostberlin eher SED-kritisch aufgewachsen und in den Jahren vor dem Mauerfall waren die Genossen von der SED noch nicht die stringenten Atomkraftgegner, als die sie sich heute darstellen. Aber da bis auf die Grünen alle Fraktionen hier im Haus eine Lernkurve durchgemacht haben, will ich da weder zu streng noch zu einseitig sein. Ich habe meine Haltung auch später im Studium der Physik, während der Promotion oder in späteren Lebensabschnitten nicht grundlegend geändert. Und dies hat natürlich auch sehr gute Gründe. Sie sind hier genannt worden, ich wiederhole sie nochmal. Die Atomkraft hat das Sicherheitsproblem, gar keine Frage, wie unter anderem die Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima unterstrichen haben. Und die Atomkraft hat das Problem der Lagerung der langlebigen Abfälle, auch das ist erwähnt worden. Jedes Problem für sich sehr gravierend. In der Kombination ist die Technik tatsächlich unattraktiv und nicht mehr zeitgemäß. Gilt übrigens für die Fusion nicht. Aber ich möchte hier trotzdem für mehr Augenmaß in der deutschen Debatte werben. Und dazu muss ich noch mal einige Gedanken auf die beiden schon erwähnten Katastrophen verwenden. Und natürlich muss bei einer Erinnerung auch immer eine Analyse dabei sein. Starten wir zunächst mit Tschernobyl, der Reaktorkatastrophe in der Sowjetunion. Hier scheint mir die momentane deutsche Erinnerung größtenteils doch recht einseitig. Denn diese Katastrophe hat eben nicht nur die Probleme der Atomkraft verdeutlicht, sondern hat in genauso krasser Weise die Schwächen und Unmenschlichkeiten des sowjetkommunistischen Systems aufgedeckt. Und daraus kann man auch was lernen. Der Sowjetkommunismus hat ja immer seine Wissenschaftlichkeit betont. Der gesamte Ostblock wurde dominiert durch Ingenieure und durch eine ingenieursgeprägte Weltsicht. Und die Natur, das kann man zum Beispiel auch in einem der schlechteren Brecht-Gedichte nachlesen, war etwas, was sich der neue Sowjetmensch untertan macht. Die Atomkraft war da die fast perfekte Energieform für diese Art Weltsicht. Aber diese Überheblichkeit, gepaart mit Herrschaftswissen, totaler Intransparenz und einer nicht gewünschten, oft aktiv unterdrückten Verantwortungs- und Fehlerkultur, führte in der Nacht zum 26. April 1986 direkt in die Katastrophe. Der Unfall von Tschernobyl war nämlich die Folge eines geplanten Testexperiments, mein Kollege hat es erwähnt, am gerade mal 3 Jahre alten Reaktor. Leider hatte aber diese neue Generation von sowjetischen graphitmoderierten Siedewasserreaktoren inhärente Designschwächen, die aber ein wohlgehütetes Geheimnis waren. Diese Schwächen offenbarten sich in der Vorbereitungsphase des Experiments. Statt aber abzubrechen, überbrückte das Personal mehrere Sicherheitsstrecken, um das von oben gewünschte Experiment durchführen zu können. Trotz zunehmender, immer ernsterer Warnsignale wurde der aufwendige Test nicht etwa abgeblasen, sondern letztlich gestartet und damit der Reaktor direkt in die Luft gejagt. Auch in unmittelbarer Reaktion kam es zu katastrophalen behördlichen Fehlleistungen. Es wurde versucht, die Katastrophe in der systemüblichen Art zu vertuschen. Evakuierungen waren zu zaghaft und viel zu spät. Die 1. Mai-Parade in Kiew fand statt, trotz massiver Risiken und Belastung der Bevölkerung. Die Katastrophe von Tschernobyl, ihre Vor- und Nachgeschichte, ist auch ein wesentlicher Grund, warum das Sowjetsystem wenige Jahre später zerbrochen ist. Der Unfall von Fukushima dagegen stellt sich doch etwas anders dar. Ja, auch die Katastrophe von Fukushima hat die Schwächen der Atomkraft brutal aufgedeckt. Gar keine Frage. Ein sehr unwahrscheinliches Restrisiko, aber eben vorhanden, nämlich die Kombination von Erdbeben und Tsunami, die nicht genügende Redundanz der Sicherung der Kühlsysteme des sehr alten Reaktors und die Grundcharakteristika der Technik. Trotzdem, Frau Kollegin Kottinghuhl, trotzdem ist die Bilanz hier eine andere. Immerhin, der Unfall von Fukushima war ein Kollateralschaden, das wurde hier gar nicht in dieser Deutlichkeit gesagt, ein Kollateralschaden einer gigantischen Tsunami-Katastrophe, der ca. 18.000 Menschen in Japan das Leben gekostet hat. Und die japanischen Behörden haben ganz anders reagiert als die sowjetischen. Vielleicht hätte es man noch besser machen können, aber sie haben konsequent evakuiert, sie haben konsequent Jodtabletten verteilt. Ja, es ist einfach so. Und ohne Fukushima in irgendeiner Weise kleinreden zu wollen, muss konstatiert werden,
dass zumindest nach aktuellem Kenntnisstand auch 5 Jahre nach der Katastrophe kein Todesfall, und es sind kein Todesfall auf die Verstrahlung im Zuge des Unfalls zurückzuführen ist, jedenfalls nach aktuellem Kenntnisstand. Warum diskutiere ich diese Punkte so ausführlich? Weil es niemanden nützt. Weil es niemanden nützt, wenn man eine Technik einfach nur dämonisiert und nicht auch den zwingend notwendigen, abgewogenen und umsichtigen Umgang mit jeglicher Technik mitdenkt. Das reicht einfach nicht. Es reicht nicht, immer nur auf einer Technik rumzuhacken. Und wenn es auch mancher nicht hören will, Radioaktivität ist auch ein natürlicher Prozess. Gammastrahlen sind Teil des elektromagnetischen Spektrums. Strahlenschutz und Reaktorsicherheit genügen physikalischen Gesetzen, die eigentlich leicht zu verstehen sind, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Wir sollten deshalb weg von Panikmache hin zu rationalen Abwägungen. Auf Basis von diffusen, teils völlig irrationalen deutschen Ängsten werden wir mit anderen Nationen nicht auf Augenhöhe verhandeln können. Gehen wir in diesem Licht die im Zusammenhang mit den Jahrestagen der beiden Reaktorkatastrophen diskutierten Themen, die ja heute immer erwähnt wurden, noch mal durch. Starten wir mit den Reaktoren unserer Nachbarn. In den Verhandlungen mit unseren Nachbarländern, mit dem berechtigten, völlig berechtigten Anliegen, überaltete Reaktoren abzuschalten, müssten wir eigentlich nicht nur appellieren, sondern zahlen. Ich sage mal, 1-2 Milliarden aus der jährlich 25 Milliarden EEG-Umverteilung wären sicherlich sehr hilfreich und könnten bestimmte Denkprozesse stark beschleunigen. Aber dies ist natürlich momentan weder politisch noch rechtlich abzubilden. Nachdenken sollten wir vielleicht darüber trotzdem. Und der sehr zügige, massive Ausbau von Wind und Solar in diesem Land hilft nicht, Herr Krischer, da können Sie noch so sehr den Kopf schütteln, sondern ist eine zusätzliche Belastung, auch in diesen Verhandlungen, denn er macht unser Netz instabiler und unsere Abhängigkeit von den Nachbarnetzen größer. Aber Versorgungssicherheit ist auch ein Sicherheitsthema. Versorgungssicherheit ist auch ein Sicherheitsthema. Ein größerer Blackout in Deutschland oder Europa wäre keine Unbequemlichkeit, sondern auch eine Katastrophe größeren Ausmaßes. Deshalb können wir zum Beispiel in den Fragen der Atomverträge nicht wie der Elefant im Porzellanladen agieren. Und zuletzt zur Forschung, Frau Kottig-Uhl, Sie warten schon drauf. Ich bin der festen Überzeugung, dass auch, na Ihnen hilft es nicht, aber vielleicht anderen im Land, dass auch in Zukunft eine sichere, also auch versorgungssichere, bezahlbare und saubere Energieversorgung ein Mix sein wird. Aber selbst wenn dem nicht so wäre, selbst wenn Sie recht haben mit Ihrer 100%, mit Ihrem 100%-Glauben, selbst wenn Sie recht hätten, es ist keine gute Portfoliopolitik, alles auf eine Karte zu setzen. Erst recht nicht in einem Forschungsportfolio. Deshalb Finger weg von der Sicherheitsforschung, Finger weg von den Resten, von den kleinen Resten der Kernforschung und vor allem Finger weg von der Fusionsforschung. Vielen Dank.